Guten Morgen! Wir haben es geschafft, wir sind am Bahnhof und gleich geht es mit der Bahn nach Paderborn und Paderborn nach Hamm. Natürlich mit dem Fahrrad, denn die nächsten 2 Tage werden wir eine kleine Radtour machen auf dem barrierefreien Radweg an der Lippe. Hier auf der Römer-Lippe-Route unterwegs und fahren die nächsten 2 Tage von Paderborn nach Lippstadt. Na? Und heute und morgen fahren wir von Lippstadt weiter nach Hamm. Ja, das Wetter könnte ein bisschen besser sein. Wie ihr seht, haben wir hier eine Menge Wind. Aber es macht trotzdem super viel Spaß und es gibt super viel zu sehen hier auf dieser Strecke. Jetzt sind wir momentan, machen wir eine kleine Pause an dem damaligen Lager von den Römern. Das ist jetzt die 3. Wickelpause auf den letzten 20 Kilometern. Dieses Mal mit komplettem Outfitwechsel. Ihr wisst, was ich meine, oder? Schaut mal, was wir hier auf der Römer-Lippe-Route entdeckt haben. Diese Rinder, ich weiß jetzt gar nicht, wie die richtig heißen, aber die sind doch total süß. Wieder eine kleine Pause, bevor wir die letzten 15 Kilometer nach Lippstadt fahren, wo wir heute eine Nacht übernachten werden. So, wir haben es geschafft. Wir sind im Quality Hotel in Lippstadt angekommen. Haben uns schnell geduscht
und jetzt geht's erstmal was essen. Ich bin total hinüber. Das war so anstrengend, das glaubt ihr gar nicht. Ich bin es ja gar nicht gewohnt, so weit zu fahren. Das waren jetzt 40 Kilometer. Und ich kann kaum laufen und kaum gehen. Ich freue mich wirklich jetzt schon auf ein sehr, sehr leckeres Essen. Und morgen geht es dann nochmal 60 Kilometer weiter nach Hamm. Ich bin echt gespannt. Hallihallo, guten Morgen hier aus Lippstadt. Hört ihr die Vögel hier zwitschern? Super schön hier. Wir sind hier gerade an der Stiftskirche, machen eine kleine Pause und gleich fahren wir dann weiter auf der Römer-Lippe-Ruhe von Lippstadt nach Hamm. Ich muss sagen, von der Route bin ich total begeistert. Also gestern war es schon total schön. Wir sind etwa 40 Kilometer gefahren. Und der Römer-Lippe-Radweg ist ein ganz besonderer Radweg, denn der ist komplett barrierefrei. Das heißt, man muss kaum absteigen. Und der Radweg, der führt separat, also nicht auf der Straße, sondern das ist ein Radweg, der durchs Grüne führt. Die ganze Zeit, wir fahren vorbei an verschiedenen Feldern und Bauernhöfen und kleinen Wäldchen und immer an der Lippe entlang. Und es ist total toll, total kinderfreundlich unterwegs. Gibt es sehr, sehr spannende Stationen für die Kinder. Wir sind Kühen begegnet und Pferden und ich glaube 5 Spielplätze habe ich gezählt allein auf dieser kurzen Strecke. Also ist wirklich ganz wunderbar, können wir total weiterempfehlen. Und wir sind jetzt heute schon gespannt, was uns auf der zweiten Strecke nach Hamm erwartet. Unser Baby bestimmt die Pausen, deswegen machen wir jetzt hier eine Pause am Fahrradweg. Schaut mal, die Fahrradwege, die sind super schön auf der Römer-Lippe-Route. Die führen nämlich gar nicht in der Straße entlang oder ganz wenig in der Straße und die meiste Zeit fährt man auf dem Fahrradweg, links und rechts sind nur grün. Echt schön. Jetzt sind wir hier auf einem Beobachtungspunkt und haben freien Blick in ein Naturschutzgebiet. Schaut mal, wie schön das ist. Und da vorne ist ein Storchennest. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da ist eine Spinne. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon sehr lange keinen Kuckuck mehr gehört. Und hier höre ich gerade einen. Hört ihr das? Schaut mal, wie schön das hier ist. Hier kann man Honig kaufen. Und zwar kommt es direkt aus der eigenen Imkerei, die sich wahrscheinlich da hinten verbirgt. Und wir sind dann sehr schönen Wiesen und Feldern vorbeigefahren. Ich glaube, die Bienchen, die haben hier genug zu tun. Und deswegen 5 Euro kaufe ich jetzt einen Honig. Der kostet nämlich exakt 5 Euro. Da steht's. Auf unserer zweiten Etappe von Lippstadt nach Hamm ist das Besondere, dass wir an ziemlich vielen Naturschutzgebieten vorbeikommen und es gibt überall solche kleinen Beobachtungsstationen, von denen man einen sehr schönen Blick über die Natur hat und über die Vogelwelt und es gibt ganz viele Storchennester hier und es ist einfach nur total schön. Thank you.
Ja, wir haben es fast geschafft. Wir sind fast in Hamm angekommen. Und unser vorletzter Stop befindet sich hier an diesem wunderschönen Hindu-Tempel, ganz in der Nähe von Hamm. Man hat hier fast den Eindruck, man ist in Asien. Der Gottesdienst ist gerade vorbei. So, bevor wir die letzten 10 Kilometer bis zum Hauptbahnhof in Hamm fahren, machen wir hier im Schlosspark noch eine Pause. Hier ist ein wirklich sehr schönes Café. Es gibt hier gleich für uns lecker Kaffee und Kuchen. Das ist die Hand dazwischen. Alles gut zu sehen? So, jetzt warten wir an der Fährstation. Und gleich geht's rüber mit dieser Fähre, die man auch selbst ziehen muss. Ich bin gespannt. Und dann auf der anderen Seite kleine einsteigt, damit die Fähre selbst rübergezogen werden. Wir fahren jetzt die letzten 8 Kilometer bis zum Hauptbahnhof von Hamm. Und dann haben wir es geschafft für heute. Sonnengebräunt und sonnengebrannt, aber glücklich sind wir jetzt auf den Weg nach Hause. Die zweite Tour der Route von Lippstadt nach Hamm, die war genauso schön wie die erste. Und der komplette Weg war barrierefrei, also wir mussten kaum absteigen vom Fahrrad. Und der ganze Fahrradweg verlief meistens geschützt von der Straße entfernt. Und mit dem Kinderwagenanhänger hatten wir da auch gar keine Probleme. Das hat echt super geklappt, ja? Ja. Hat Spaß? Ja, dir auch. Ja. Sogar dem Kind hat es gefallen, dem Großen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und schaltet gern bald ein.